Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video das Adapter Design Pattern anschauen. Auch das ist eben ein Structural Pattern und im Prinzip sagt es eben aus, dass man einen Client, der gegen eine Abstraktion programmieren soll, letztendlich gegen eine konkrete Klasse, die üblicherweise aus einer Bibliothek oder einem Framework kommt, programmieren lassen kann, indem man dazwischen einen Adapter setzt, wenn diese konkrete Klasse die Abstraktion noch nicht implementiert. Und das ist eben üblicherweise genau dann der Fall, wenn wir eben eine Klasse aus einem Framework wiederverwenden wollen oder aus einer Bibliothek. Diese können gar nicht mit den Abstraktionen, die wir für unsere aktuelle Lösung erstellt haben, eben ausgestattet sein und deswegen gibt es dann eine sogenannte Adapter-Klasse, die eben die konkrete Klasse kapselt und die Abstraktion implementiert, die der Client nutzen soll. Und der Adapter sorgt eben letztendlich dafür, dass wenn der Client gegen die Abstraktion programmiert, dass die entsprechenden Aufrufe an die konkrete Klasse abgesetzt werden. Und dann schauen wir das Ganze uns natürlich hier am Beispiel an. Diese Klasse sollte uns schon bekannt sein. Das ist der übliche Lottozahlengenerator, den wir hier sehen. Und was wir hier eben auch sehen, wir programmieren nur bedingt gegen eine Abstraktion. Wir sehen hier zwar, dass die Klasse Random die entsprechenden Methoden hier mit Virtual gekennzeichnet hat. Allerdings ist es so, dass das in meinen Augen keine Abstraktion ist, also keine reine Abstraktion, weil wir eben hier die Möglichkeit haben, dass wir, wir haben hier eine Implementierung mitgeliefert, die wir zwar dann überschreiben können, aber prinzipiell ist das eine Implementierung, die wir hier aufrufen. Und Punkt 2 ist, diese Abstraktion ist auch nicht nach dem Interface Segregation Principle gestaltet. Was heißt das? Nun, ganz einfach, es gibt hier auf dieser Random-Klasse, eigentlich brauche ich hier bloß den Next-Aufruf mit zwei Parametern und wir sehen hier ganz einfach, dass es auch andere Next-Methoden gibt, die der Client eigentlich nicht braucht. Also hier, wenn wir auf Design-Prinzipien kurz zurückfallen, sehen wir eben hier, dass das nicht nach dem ISP gilt und auch nicht wirklich nach dem Dependency Inversion Principle. Ich möchte jetzt eben, dass ich hier nicht direkt mir diese Instanz für Random, die ich hier unten nutze, selbst in diesem Feld erstelle, sondern ich nehme das hier eben weg und möchte stattdessen gegen eine Abstraktion programmieren, gegen die ich jetzt erstmal erstellen muss. Und dazu erstelle ich mir eben ein neues Interface und das setze ich erstmal hier drunter. So, und dann können wir auch den Aufruf hier, den wir hier brauchen, etwas einfacher lesbar machen, indem wir jetzt hier eben eine ordentliche Signatur angibt, die auch sagt, genau was wir haben wollen, beispielsweise eben int nächste Zufallszahl zwischen. Und dann können wir hier eben sagen, dass wir hier das Minimum wollen und das Maximum. Und diese Funktionen können wir hier unten natürlich aufrufen. Ja, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben jetzt hier ein neues Interface. Ich klappe mal die anderen Sachen zu, damit die uns nicht hier in die Quere kommen. Was ich machen möchte, ist aber trotzdem die Klasse Random, die wir vorher eingesetzt haben, jetzt tatsächlich auch einsetzen, aber eben über dieses Interface.
Wir haben aber gerade gesehen, Random kann ja schlecht dieses Interface, das ich hier gerade erst erstellt habe, bereits implementieren, wird ja als Teil des Frameworks ausgeliefert. Und deswegen mache ich eben eine Adapter-Klasse, die Random eben kapselt und zugleich dieses Interface implementiert. Hier eben diese Methode einsetzen und ich kann hier eben sagen, dass ich mir hier eine Random Instanz wiederum per Dependency Injection übergeben lasse. Ich erstelle mir hier ein privates Feld und ist was vergessen. So. Und sage hier eben Random ist gleich Random. Und überprüft das natürlich noch auf Null. Und hier haben wir eben letztendlich bloß ein Minimum und ein Maximum, das wir hier eben einsetzen können. Und ich werde das eben so machen, dass dieses Maximum auch gleich inklusive ist, damit wir nicht wie beim Aufruf vorher hier zwischen 1 und 50 angeben müssen, sondern zwischen 1 und 49. Das ist nämlich auch der normale Sprachgebrauch, wie man ihn eben aus dem Alltagsleben kennt. Und meines Erachtens ist das sehr wichtig, dass wir hier eben die Möglichkeit haben, Dinge, die uns eben aus dem Alltag bekannt sind, aus alltäglichen Prozessen, dass wir die auch im Code wiederfinden. Und deswegen kann ich hier eben jetzt sagen, random next zwischen Minimum und Maximum plus 1. Vielleicht ganz pragmatisch noch an diese Sache rangegangen. Ich würde hier tatsächlich mal einen Kommentar mit hinzufügen, bei dem ich eben sage, erstellt eine neue Zufallszahl. Das Minimum der Zufallszahl. Und hier kann man eben inklusive noch dahinter schreiben. Und im Prinzip brauchen wir das Ganze auch hier unten. Aber eben das Maximum erstellte Zufallszahl. Genau, so kann man dann eben über einen Kommentar absichern, dass auch jeder, der diese Methode aufruft, dass er hier das sofort sieht. Jetzt, wo ich aber gerade drüber überlege, könnten wir auch natürlich sagen, inklusives Minimum auf Deutsch. Also auf Deutsch klingt es blöd, man könnte hier inclusive Minimum machen, dass man sofort am Parametername eben sieht, worum es geht, und hier inclusive Maximum. Das wäre auch vielleicht noch sogar die bessere Möglichkeit, als hier einen Kommentar zu schreiben. Aber man hat wenigstens mal beide Sachen gesehen. Und damit ist im Prinzip diese Klasse auch fertig. Wir können sie jetzt eben hier in unserem Lottozahlengenerator einsetzen, indem wir uns hier eben wiederum über Constructor Injection einen Zufallszahlengenerator mit übergeben lassen. Klein g schreiben, genauso wie ihn hier. So. Und der Punkt hier ist jetzt eben, dass wir durch dieses Refactoring den Code hier, ich meine, er war vorhin auch sehr klein und nicht schwierig zu verstehen, aber man sieht hier eben, dass wenn man die entsprechenden Bezeichner wählt,
dass man dann das Ganze hier auch nochmal etwas besser lesen kann, dass man hier eine neue Zahl zwischen 1 und 49 bekommt. Also es hat meines Erachtens schon ein bisschen Sinn, dass man das so einsetzt. Ja, und wir sehen hier eben nochmal die Eigenschaften eines Adapters. Wir haben hier eben den Zufallszahlengenerator, der ein Adapter ist und eben die Klasse Random des .NET Frameworks nutzt. Er implementiert die Abstraktion, die wir hier haben, und leitet dann die entsprechenden Aufrufe einfach an die Klasse weiter, die tatsächlich die Funktionalität machen soll. Wir könnten auch dazu nochmal ein Class Diagram erstellen. Also wenn wir uns diese Sachen hier mal raufziehen, dann haben wir eben hier unseren Client, das ist der Lottozahlengenerator. Der möchte bitte die Klasse Random nutzen. Jetzt brauche ich die Class View, nicht Hierarchy. Bitte Class View. Und da brauchen wir eben die Klasse System.Random, die wir uns hier mit draufziehen. Und ansonsten können wir eben hier noch die Abstraktion natürlich dazu setzen. Wir haben hier dann den Adapter und der kapselt eben. Gibt hier ein Expand All. Nehmen wir mal hier die volle Signatur und klappen das hier tatsächlich auf. So, und wir sehen hier jetzt eben, dass das können wir hier eben als Assoziation anzeigen, dass wir hier eben den Lottozahlengenerator haben, der möchte diesen Zufallszahlengenerator nutzen. So. Sehen schon, es wird hier langsam eng. Jetzt ist bloß die Frage, ob ich dieses Interface hier anders anzeigen kann. Nee. Wir können uns aber trotzdem vorstellen, dass es hier eben noch eine Querverbindung letztendlich gibt, also dass eben dieser Adapter hier dieses Interface implementiert. Das sehen wir eben hier oben, aber wir haben jetzt hier nicht wie in UML-Diagrammen eben üblich einen Pfeil, der eben die Vererbung andeutet. Aber im Prinzip haben wir genau das gleiche Schaubild generiert, wie wir es hier im Skript haben. Wir haben den Client, der nutzt eine Abstraktion, der Adapter implementiert die Abstraktion und kapselt die konkrete Klasse, die üblicherweise eben aus einer Bibliothek kommt, hier eben die Random-Klasse. Und dadurch kann der Client letztendlich den Aufruf bis zu ihm weiterleiten, programmiert aber gegen diese Implementierung. Ja, und damit sind wir am Ende für dieses Beispiel. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald!